Betrachten wir eine Ladung Q, die über eine dünne Linie verschmiert ist. Wir können diese ausgedehnte Ladung mit einer eindimensionalen Ladungsdichte Rho beschreiben. Da sie eindimensional ist, hängt sie nur von einer Ortskoordinate x ab. Die eindimensionale Ladungsdichte gibt Ladung pro Länge an. Das heißt, wir können daraus die Ladung Q berechnen, wenn wir die Ladungsdichte über diese Linie, auf der die Ladung verschmiert ist, integrieren. Was ist, wenn wir keine verschmierte Ladung Q haben, sondern eine Ladung, die in einem einzigen Punkt konzentriert ist, wenn wir also eine Punktladung haben? Nehmen wir erstmal an, dass sie im Koordinatenursprung, also bei x gleich 0 sitzt. Wie muss dann die Ladungsdichte sein, damit sie eine Punktladung beschreibt? Die Ladungsdichte muss zwei Eigenschaften erfüllen, wenn sie eine einzige Punktladung beschreiben soll. Erstens, sie muss an jedem Ort x 0 sein, außer an der Stelle, wo sich die Punktladung befindet, also bei x gleich 0 in diesem Fall. Und zweitens, das Linienintegral über die Ladungsdichte muss uns natürlich den Wert Q liefern, wenn wir zwischen zwei Punkten A und B integrieren, wo die Punktladung sitzt. Wenn wir dagegen über einen Bereich integrieren, wo die Ladung Q nicht da ist, dann soll das Integral natürlich 0 ergeben. Damit wir die Ladung Q immer einschließen, wählen wir die Integrationsgrenzen von minus unendlich bis plus unendlich. Wenn wir die Ladung auf den Wert Q gleich 1 normieren und diese beiden Eigenschaften beachten, dann notieren wir diese Dichte mit einem griechischen Delta und nennen sie Dirac'sche Delta-Funktion. Auch wenn der Name suggerieren mag, ist die Delta-Funktion mathematisch gesehen keine Funktion, sondern ein anderes mathematisches Objekt, das beispielsweise als eine sogenannte Distribution oder als ein Dirac-Maß aufgefasst werden kann. Eine mathematisch saubere Definition soll uns in diesem Video erstmal nicht interessieren. Wir wollen erstmal wissen, wie man mit der Delta-Funktion umgeht. Die Delta-Funktion wird grafisch mit einem Pfeil veranschaulicht, der sich an der Position der Punktladung befindet. Die Höhe des Pfeils wird meistens so gewählt, dass sie den Wert des Integrals repräsentiert, in diesem Fall also den Wert 1. Betrachten wir jetzt ein Integral der Delta-Funktion zusammen mit einer anderen gutartigen Funktion f von x. Solch ein Integral ist sehr einfach zu berechnen, denn du weißt ja, dass die Delta-Funktion überall 0 ist, außer an der Stelle x gleich 0. Damit ist auch dieses Produkt überall 0, außer an der Stelle x gleich 0. Nur der Funktionswert f von 0 bleibt erhalten. Da dieser nicht mehr von x abhängt, können wir diesen vor das Integral ziehen. Das Integral über die Delta-Funktion ist 1. Wir wissen also, was die Delta-Funktion im Integral macht, wenn sie mit einer Funktion f von x multipliziert ist. Sie pickt den Wert der Funktion an der Stelle x gleich 0. Wir können die Ladung natürlich auch an eine andere Stelle auf der x-Achse verschieben, zum Beispiel an die positive Stelle x0. Dann muss die Delta-Funktion überall 0 sein, außer an der Stelle x0. Das Argument von Delta wird zu x minus x0 minus x0, weil wir die Delta-Funktion in die positive Richtung verschoben haben. Das Integral über die Delta-Funktion ist 1. Wir haben ja die Delta-Funktion nur nach x0 verschoben, daher ist das Ergebnis des Integrals genauso wie bei Delta von x. Was ist, wenn die verschobene Delta-Funktion im Integral mit einer anderen Funktion f von x auftaucht? Delta ist überall 0, außer an der Stelle x0. Anschaulich gesagt, das verschobene Delta im Integral pickt den Funktionswert von f an der Stelle, wo sich die Delta-Funktion gerade befindet. Beweisen kannst du das, indem du x minus x0 mit y substituierst. Das x minus x0 in der Delta-Funktion wird zu y, das x in der Funktion wird zu y plus x0, die Ableitung von y nach x ist 1, damit ändert sich dx zu dy. Wie wir wissen, pickt Delta von y den Wert der Funktion an der Stelle y gleich 0. Daher ergibt das Integral den Wert f von x0, also das, was wir anschaulich auch erwartet haben. Als nächstes schauen wir uns an, was passiert, wenn wir minus x im Delta haben. Machen wir eine Substitution, y ist gleich minus x. Damit wird Delta von minus x zu Delta von y und f von x zu f von minus y. Die Ableitung von y nach x ist minus 1. Damit substituieren wir das dx mit minus 1 mal dy. Die untere Integrationsgrenze wird zu plus unendlich, die obere wird zu minus unendlich. Um die Integration wieder beginnend vom Negativen zum Positiven zu machen,
drehen wir die Integrationsgrenzen um und bekommen damit ein Minuszeichen vor dem Integral. Minus mal Minus wird zu Plus. Wir wissen bereits, was Delta von y im Integral macht. Es pickt den Wert von f an der Stelle y gleich 0. Das Integral ergibt also den Wert f von 0. Wir wissen aber auch, dass das Integral der Delta-Funktion ohne das Minuszeichen auch f von 0 ergibt. Es macht also keinen Unterschied, ob wir Delta von x oder Delta minus x im Integral verwenden. Die Delta-Funktion ist symmetrisch. Was passiert nun, wenn wir das x im Delta mit einem Faktor k skalieren? Wenn k negativ ist, dann können wir es als negativen Betrag schreiben und das Minuszeichen davor weglassen, weil die Delta-Funktion symmetrisch ist. Machen wir wieder eine Substitution, y ist gleich kx. Damit wird Delta von kx zu Delta von y und f von x wird zu f von 1 durch k mal y. Die Ableitung von y nach x ist der Betrag von k. Damit substituieren wir das dx mit 1 durch k mal dy, wobei wir 1 durch k vor das Integral platzieren. Das Integral pickt den Wert von f an der Stelle y gleich 0. Damit bekommen wir 1 durch den Betrag von k mal f von 0. Hierbei musst du beachten, dass k nicht 0 sein darf, damit du nicht durch 0 teilst. Machen wir ein paar Beispiele. Schau dir diese Funktion im Integral mit der Delta-Funktion an. Das Ergebnis dieses Integrals ist f0. Setze x gleich 0 ein. Sinus von 0 ist 0, e hoch 0 ist 1, also ergibt das Integral den Wert minus 2. So einfach kann man komplizierte Integrale berechnen, wenn im Integranten eine Delta-Funktion vorkommt. Hier integrieren wir x² mit dem Delta von x minus 3. Diesmal aber nicht von minus unendlich bis plus unendlich, sondern von minus 1 bis 1. Wir müssen also erst sicherstellen, dass die Delta-Funktion im Integrationsbereich ist. Die Delta-Funktion ist hier an die Stelle x gleich 3 verschoben und ist damit außerhalb der oberen Integrationsgrenze. Das Integral ist damit 0. Hier integrieren wir von minus 6 bis 0, und zwar Cosinus von x multipliziert mit Delta von x plus pi. Die Delta-Funktion befindet sich bei x gleich minus pi und ist innerhalb des Integrationsbereichs. Wir müssen also Cosinus an der Stelle minus pi auswerten. Das ergibt den Wert des Integrals, also minus 1. Wir haben bis jetzt nur eine eindimensionale Delta-Funktion betrachtet. Die Ladungen oder andere punktförmige Objekte befinden sich üblicherweise in einem dreidimensionalen Raum. Wenn die Einheitspunktladung im Ursprung sitzt, dann können wir ihre Ladungsdichte mit dem Produkt von drei Delta-Funktionen beschreiben. Delta x mal Delta y mal Delta z. Dieses Produkt ist nur dann nicht 0, wenn die Ladung eben bei 0, 0, 0 im Ursprung ist. Wenn wir die Ladung ins Positive auf den Ort x0, y0, z0 verschieben, dann müssen wir, wie im eindimensionalen Fall, die Argumente der Delta-Funktion anpassen. Um nicht drei Deltas schreiben zu müssen, fassen wir sie zu einem Delta mit einer 3 oben und im Argument schreiben wir den Ortsvektor r hin und für die Verschiebung schreiben wir zum Beispiel den Vektor r0 hin. Das Linienintegral mit einer Delta-Funktion wird zu einem Volumenintegral mit drei Delta-Funktionen und ergibt 1, wenn wir über ein Volumen v integrieren, das die Position der dreidimensionalen Delta-Funktion einschließt. So, das war's. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann werde Mitglied des YouTube-Kanals. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.